Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich glaube, manchmal besteht die Gefahr, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ja. Freihandel ist unbestritten seit über 200 Jahren eine Formel für Wachstum, eine Formel für Wohlstand, eine Formel zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Absenkung von Zöllen führt dazu, dass es eine Produktauswahl zu niederen Preisen gibt, dass der Wettbewerb intensiviert wird. Und es ist eben in der sozialen Marktwirtschaft das Kernelement. Der Wettbewerb führt dazu, dass Effizienzpotenziale gehoben werden, die dann dem Verbraucher und dem Menschen zum Vorteil gereichen. Das ist Freihandel, und dieser Erfolg, den leben wir in Deutschland jeden Tag. Es gibt kein Land in der Welt, was so sehr in die Globalisierung, in den weltweiten Handel eingebunden ist wie Deutschland. Nicht nur unsere leistungsfähige Industrie, sondern vor allem auch die mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Ich komme aus der Region Stuttgart, dort gibt es sehr viele mittelständische Unternehmen, sogenannte Hidden Champions, Weltmarktführer in bestimmten Bereichen. Und da können Sie von Stiel zu Kercher zu Leibinger zu Firma Schneidmann und wie sie alle heißen, kleine Unternehmen zum Teil mit 30, 40 Beschäftigten, 50 Beschäftigten bis zu mehreren hundert oder tausend. Und alle diese Unternehmen haben heute Exportanteile weit über 50%, zum Teil 90%. 90% Export, die Basis für unseren Wohlstand hier in diesem Land bilden. Und da treten Sie an und sagen, Handel braucht keine Regeln, ganz offensichtlich. Wir gestalten die Globalisierung nicht oder wir überlassen sie anderen. Das ist definitiv nicht unsere Politik. Wir wollen die Globalisierung gestalten. Und deshalb brauchen wir Regeln. Die Globalisierung braucht Regeln und muss gestaltet werden. Und um was geht es? Es geht um die Absenkung von Zöllen. Und so auch bei CETA. Wir haben 22% noch Zoll auf Baumaschinen, Züge, stromproduzierende Maschinen. 11,5% auf Wein, Bier, Liköre, Schokolade. Damit sparen die EU-Exporteure, selbst wenn sich nichts weiterentwickelt, die Exporte sich nicht erhöhen würden, 500 Millionen Euro jährlich beim Export nach Kanada. Aber das ist keine statische Betrachtung. Schauen wir mal die Freihandelsabkommen an, die Hunderte, die Deutschland in der Vergangenheit geschlossen hat, oder die, seit die Zuständigkeit bei der EU liegt, die jetzt auch die EU abgeschlossen hat. Nehmen wir mal das Freihandelsabkommen mit Südkorea. Da gab es auch Befürchtungen, insbesondere aus der Automobilindustrie, dass die Koreaner vielleicht dort mehr profitieren, als wir profitieren. Was ist aber das Ergebnis? Die EU-Ausfuhren nach Südkorea sind insgesamt um 35% gestiegen. Und bei den Gütern, wo wir liberalisiert haben, sind sie sogar um 46% gestiegen bei vollständiger Liberalisierung. Das heißt, ein Erfolgsrezept, Freihandelsabkommen EU mit Südkorea. Der Anteil der deutschen Premium-Marken in Südkorea hat sich von 25% auf 75% erhöht. Und dies in den Jahren der vorläufigen Anwendung dieses Abkommens. Wir haben nämlich eine Zuständigkeit bei der EU und in der Tat haben wir einen Wirrwarr. Und da kann man sich mal drüber unterhalten, ob man den vielleicht bereinigt. Wir haben Zuständigkeit der EU generell. Die EU verhandelt diese Freihandelsabkommen in einem Rahmen, den die nationalen Staaten, so auch wir, der EU vorgeben. Dann kommt man irgendwann zu einem Ergebnis und dann wird es demokratisch legitimiert vom EU-Parlament, das dafür die gleiche demokratische Legitimation hat, wie wir hier im Deutschen Bundestag, genehmigt.
Da wir aber auch Teile haben, die in der Tat sogenannte gemischte Anteile haben, müssen auch die nationalen Parlamente zustimmen. Das sind aber zum Teil nicht nur die nationalen Parlamente. In Belgien stimmen offensichtlich auch die 70.000 Deutschsprachigen in ihrem Regionalparlament auch darüber ab. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob dieser Prozess besonders sinnvoll ist, weil es über Jahre zum Teil dauert. Deshalb hat das Abkommen Südkorea fast 5 Jahre gebraucht, bis es letztlich von allen 28 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Aber es wurde im letzten Jahr auch von Italien und Griechenland als letzte ratifiziert. Und jetzt haben wir das Abkommen mit Kanada, was neben den Zöllen auch Standards schafft, vereinheitlicht und damit insbesondere Doppelstandards beseitigt. Wiederum ein großer Vorteil, insbesondere für unseren Mittelstand. Ein großes Thema bei CETA ist das Vergaberecht. Mit CETA haben EU-Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen in Kanada auf allen Verwaltungsebenen, also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in den Provinzen, die Möglichkeit, sich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. Das ist bisher nicht der Fall. Auch hier Wettbewerb, neue Chancen für Unternehmen aus der Europäischen Union und natürlich auch umgekehrt. Und da frage ich jetzt, wo liegen hier die Gefahren? Wo liegen die Probleme? Also ich kann da überhaupt gar keine erkennen, sondern wir gestalten gemeinsam mit anderen Partnern die Globalisierung. Und es wäre insgesamt in der Tat wünschenswerter, wir könnten die multilateral gestalten im Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation. Da kommen wir aber leider nicht in der Geschwindigkeit voran, wie wir uns das wünschen. Deshalb hat sich auch die EU entschlossen, nachdem viele andere Regionen, viele andere Länder dieser Welt bilaterale Abkommen schließen, um die Globalisierung in ihrem Sinne zu gestalten, dass wir nicht abseits stehen, sondern dass wir mitspielen, dass wir versuchen, unsere Standards zum Weltstandard zu machen. Und dass diese Standards dann wiederum hoffentlich auch in multilaterale Abkommen einfließen können. Und so auch bei der Frage der Investitionssicherheit, auch der Frage von Schiedsgerichtshöfen. Beim vorliegenden Abkommen EU-Kanada haben wir zum ersten Mal ein neues Verfahren, was Schiedsgerichte anbelangt. Richter entscheiden, die unabhängig sind, von Vertragsparteien ernannt werden, keine Nebeneinkünfte haben dürfen, Berufungsinstanzen, Verhandlungen sind öffentlich, Schriftsätze werden veröffentlicht, vieles andere mehr, was in der Vergangenheit nicht so war. Das ist das beste Abkommen, was wir jemals hatten. Und deshalb haben wir eine Chance, vielleicht diese Punkte, die wir gemeinsam mit Kanada erarbeitet haben, auch in andere Abkommen hineinzuverhandeln. Deshalb wird auch bei TTIP drüber gesprochen und verhandelt. Die Amerikaner sehen das zum Teil anders, aber deshalb wird ja verhandelt. Wir verhandeln mit den ASEAN-Staaten. Wir verhandeln mit Japan. Wir wollen eines mit China verhandeln. Und gerade mit diesen Ländern in Asien ist es wichtig, dass wir Investitionssicherheit, Planungssicherheit für unseren Mittelstand und unsere Wirtschaft, unsere Unternehmen, unsere Arbeitnehmer schaffen. Und deshalb wollen wir all die Dinge, die wir jetzt mit Kanada erreicht haben, auch in zukünftige Handelsabkommen einfließen lassen. Und jetzt müssen Sie mir erklären, ich kann es beim besten Willen nicht erkennen, wo hier Gefahren für den Verbraucherschutz, für den Menschen, Paralleljustiz oder was Sie immer sagen, hier irgendwo auftreten. Das kann ich beim besten Willen nicht erkennen, sondern Freihandel, der gestaltet wird, von uns mitgestaltet wird in der Globalisierung, ist und bleibt die beste Formel für Wachstum, für Wohlstand und für Arbeitsplätze. Deshalb stimmen wir gerne dafür und sind froh, dass CETA jetzt endlich dann auch verabschiedet werden kann und in Kraft tritt.